Ja. Ja, man hört mich gut. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, willkommen zur heutigen Pressekonferenz der Initiative Österreich impft. Mein Name ist Gerald Schech, ich bin beim Österreichischen Roten Kreuz zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen und freue mich sehr, dass Sie da heute alle gekommen sind. Die Gesundheitskrise, die durch die Pandemie verursacht ist, hat uns alle seit vielen Monaten im Griff. Was wir wissen, ist, dass viel an objektiver Information fehlt. Und das ist der Grund, warum wir uns gemeinsam zusammengetan haben, um zu informieren, um die Entscheidung zur Corona-Schutzimpfung den Leuten möglichst informiert weiterzugeben. Und als Rotes Kreuz haben wir eine unabhängige Plattform für Initiativen, für Organisationen, für Unternehmen, für NGOs ins Leben gerufen, Österreich impft, und haben die Bundesregierung, die uns hier unterstützt. Das ist der Grund, warum wir hier auch heute die Pressekonferenz machen können. Ich darf Ihnen heute die Sprecherinnen und Sprecher dieser Initiative vorstellen. Das sind alles Expertinnen und Experten aus dem medizinischen Bereich und, das möchte ich auch unterstreichen, die sind da alle ehrenamtlich dabei. In den Medienunterlagen haben Sie die Kurzlebensläufe der Damen und Herren, die uns hier unterstützen. Und ich möchte Sie nochmal einzeln vorstellen. Ich darf Ihnen vorstellen, Universitätsprofessor Dr. Markus Müller, der Rektor der Medizinischen Universität. Der ist Facharzt für interne Medizin und Vorsitzender der Heilmittel-Evaluierungskommission im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Universitätsprofessorin Doktorin Ursula Wiedemann-Schmidt, Leiterin des Instituts für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin und ärztliche Leitung der Spezialambulanz für Impfungen, Reise- und Tropenmedizin und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und Vorsitzende der Österreichischen Impfkommission. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Doktorin Reingard Klär, eine Allgemeinmedizinerin mit Hausarztpraxis in Hartberg. Sie ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung an der Medizinischen Universität Graz. Und ich darf Ihnen vorstellen, Universitätsprofessor Dr. Herwig Kolleritsch, Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin sowie Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Gerichtssachverständiger und Impfexperte und Mitglied im Nationalen Impfgremium. Und Frau Doktorin Eva Höltl, Arbeitsmedizinerin, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG und Leiterin des Wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention sowie Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Ich darf nun an die Sprecherinnen und Sprecher übergeben und darf Herrn Rektor Dr. Müller um sein Statement bitten. Ja, danke vielmals, sehr geehrte Damen und Herren. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir alle aus China die Nachricht erhalten, dass ein neues Coronavirus identifiziert worden ist, das der Auslöser einer bislang nicht bekannten Lungenerkrankung ist. Und wir waren alle Zeitzeugen, dass am 23. Jänner 2020 die Stadt Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde. Heute, ein Jahr später, ist diese Corona-Pandemie in vollem Gange und betrifft de facto alle Lebensbereiche weltweit. Es ist letztes Jahr aber auch etwas Einzigartiges, möchte ich sagen, oder sehr Beeindruckendes geschehen. Und es ist nicht geschehen, sondern es ist geleistet worden. Es war aufgrund moderner medizinischer Technologien, die erst in den letzten Jahren entwickelt worden waren, möglich, schon wenige Tage nach der genauen Beschreibung dieses Coronavirus. Und die genaue molekulare Beschreibung des Coronavirus erfolgte am 13. Jänner. Wenige Tage nach dem 13. Jänner bereits zu beginnen, Impfstoffe zu entwickeln. Diese Impfstoffe, wie Sie wissen, stehen uns heute bereits zur Verfügung. Es sind weltweit mehrere dieser Impfstoffe zugelassen und wir erwarten auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Zulassungen. Und diese Impfstoffe wurden auch weltweit bereits millionenfach verwendet. Diese Corona-Schutzimpfung wird daher ein wesentliches Element bei der Überwindung der Pandemie sein. Wir sind vom Roten Kreuz im Auftrag der Bundesregierung ersucht worden,
hier als medizinische Experten für Fragen zur Impfung zur Verfügung zu stehen. Wir haben diese Aufgabe sehr gern angenommen. Und das Ziel ist es, den Österreicherinnen und Österreichern eine möglichst große Sicherheit bei ihrer Entscheidung zur Corona-Schutzimpfung zu geben. Wir wissen aus Marktforschungsuntersuchungen, dass derzeit etwa ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung, das hat sich in den letzten Wochen bereits ein bisschen geändert, bereit ist, sich impfen zu lassen. Etwa ein Viertel der Bevölkerung steht der Impfung sehr skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber. Und knapp die Hälfte ist im Wesentlichen unentschlossen. Auch als Rektor der Medizinischen Universität Wien, eine Institution, die Sie im letzten Jahr über viele Kolleginnen und Kollegen, die einen wesentlichen Beitrag hier zur Bewältigung dieser schweren Herausforderung geleistet haben, wahrscheinlich kennengelernt haben, war es mir daher ein großes Anliegen, diese Initiative Österreich impft zu unterstützen. Danke vielmals. Vielen Dank, Herr Rektor. Sehr geehrte Frau Professorin Wiedermann-Schmidt, darf ich Sie um Ihr Statement bitten? Danke vielmals, sehr gerne. Ja, auch ich freue mich, heute hier stehen zu können und bei dieser Aktion Österreich impft mitmachen zu können, und ich würde Ihnen gerne auch meine Motivation dafür ein bisschen näher bringen. Wie der Rektor Müller gesagt hat, sind wir in der glücklichen Lage, muss man sagen, dass wir nach einem sehr schweren letzten Jahr jetzt in der Situation stehen, eine Impfung zu haben und damit das Virus wieder in den Griff zu bekommen. Und ich kann Ihnen als wirklich langjährige auch Wissenschaftlerin im Bereich des Impfwesens sagen, dass das wirklich eine Leistung ist. Jeder Impfstoff, der entwickelt ist, der sicher und wirksam ist, ist eine hervorragende Leistung. Und ich glaube, wir können uns alle sehr glücklich schätzen, dass wir jetzt in der Situation sind, tatsächlich dem Virus die Stirn zu bieten. Ich weiß aber auch als Ärztin, ich arbeite seit vielen Jahren im Impfwesen und habe hier mit vielen Leuten und ihren Bedenken zu tun, dass gerade das Impfen, oder sagen wir mal, es gibt in meiner Wahrnehmung kaum eine medizinische Disziplin, die so kontroversiell oft diskutiert wird und mit so viel Ängsten und Sorgen assoziiert ist, wie das Impfen ist. Und daher ist mir völlig klar, wie wichtig es ist, dass man hier genügend Informationen gibt, dass wir hier unsere Aufgabe wahrnehmen, um zu erklären, zu informieren und diesen Ängsten und Sorgen entgegenzukommen, aber auch, muss ich sagen, vielen Fehlmeldungen und Unwahrheiten auch entgegenzutreten. Ich möchte vielleicht auf zwei Punkte eingehen, die mir schon aufgefallen sind in Diskussionen, die sehr auch immer wieder großen Aufregungen geführt haben. Das eine ist die Frage, wie konnte es sein, Rektor Müller hat es schon angesprochen, dass Impfstoffe in so kurzer Zeit entwickelt worden sind, und sind die tatsächlich sicher, oder hat man hier Zeit gespart und irgendwie in einem Schnellverfahren die Dinge entwickelt? Ich glaube, es sind drei Punkte, die ganz wichtig sind, hier zu nennen. Auf der einen Seite ist es so, dass mit dem Erkenntnis der Sequenz dieses Virus man nicht eine neue Impfstofftechnologie entwickeln musste, sondern es gab oder es gibt sogenannte Impfstoffplattformen. Das heißt, es wurden hier Plattformen schon bei früheren Impfstoffen entwickelt, die jetzt auf dieses Virus angepasst werden konnte und damit die ganze Entwicklungsphase relativ rasch gelingen konnte und man nicht sozusagen bei Null begonnen hat. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Der zweite ist, dass hier wirklich sehr, sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen in der ganzen Welt aufgrund dieser Pandemie in die Hand genommen worden sind, die ermöglicht haben, auch die klinischen Studien sehr effizient durchzuführen, dass hier Fehlläufe und Leerläufe vermieden werden konnten und man hier eben eine effiziente Studiendesign auch schaffen konnte. Was aber nicht bedeutet, dass man hier gehudelt hat oder die wichtigen Phasen, klinischen Phasen von Sicherheit und Wirksamkeitsprüfen abgekürzt hat. Ein wichtiger Punkt aber, wieso, wie gesagt, das noch gelungen ist, ist auch der gesamte Prüfprozess in der Europäischen Arzneimittelbehörde und auch in den anderen Behörden, nämlich dass hier auf der einen Seite sehr viele
Behörden ihre ganzen Kräfte konzentriert haben, aber auch das Verfahren begonnen wurden. Man nennt das ein sogenanntes rollendes Verfahren, das heißt, dass schon während den Studien die Firmen ihre Daten liefern konnten und es hier zu einem kontinuierlichen Austausch geführt hat, was zu einer sehr effizienten Prüfung und auch einem rascheren Abläufen gelungen ist. Wichtig ist aber zu sagen, dass gerade die Europäische Arzneimittelbehörde sich von Anfang an für eine regelrechte Zulassungsverfahren entschieden hat, wo auch die nationalen Behörden sich dem angeschlossen haben. Das ist ein großer Unterschied. Es wird immer wieder gefragt, wieso konnte es in England, wieso impfen die schon? Dort sind Notzulassungen durchgeführt worden, die sich deutlich unterscheiden von den sozusagen der Marktzulassung eines Produktes. Das heißt, doch hier wurde nicht irgendwie schleißig oder schnell gearbeitet, sondern ich glaube, es ist gut so, dass wir vertrauen können, dass gerade die Europäische Arzneimittelbehörde hier das Regelwerk völlig eingehalten hat. Eine andere Sache, die ich noch ergänzen möchte, auch die wird sehr an uns viel herangetragen, ist, gut, wenn jetzt also der Impfstoff da ist, wieso können nicht alle auf einmal geimpft werden? Hier ist vielleicht auch als Vorgeschichte zu nennen eine besondere Situation, die noch nie vorher üblich war, nämlich dass sich die Europäische Union, die Länder entschlossen haben für einen gemeinsamen Impfstoffeinkauf. Das ist etwas, was normalerweise nicht üblich war, hat aber den Hintergrund, dass man hier nicht wollte, dass einzelne Länder Hamsterkäufe durchführen und andere durch die Finger schauen, sondern man wollte gewährleisten, dass wirklich jedes Land in Europa gleichzeitig mit Impfstoffen versorgt wird. Die Kehrseite natürlich ist davon, dass man nicht jedes Land mit so viel Impfstoffen auf einmal versorgen kann, dass wirklich jeder mit Stichtag jetzt geimpft werden kann. Und daher war es für uns, die wir im Nationalen Impfgremium arbeiten, von Anfang an klar, dass wir hier eine Empfehlung für einen Stufenplan erstellen müssen, der eben gewährleistet, dass am Anfang, wo eine Impfstoffknappheit herrscht, dass die besonders geimpft werden, die besonders gefährdet sind, die besonders schwere Verläufe haben, die besonders häufig gestorben sind. Und das sind vor allem die Menschen höheren Alters, das sind die Menschen, die jetzt in Alters- und Pflegeheimen sind, das sind die, die schwere Grunderkrankungen haben, aber das sind auch die Ärzte und alle tätigen Pfleger und alle tätigen im Gesundheitsbereich, die besonders exponiert sind. Und daher haben wir uns in dieser ersten Phase dafür entschieden, dass diese Personen jetzt auf jeden Fall geschützt werden müssen und auch mit einem Impfstoff versorgt werden, der vielleicht in seiner Handhabung etwas schwieriger ist und nicht für den niedergelassenen Bereich gedacht ist. Aber in den nächsten Wochen, Monaten wird es hier in einem stufenweisen Verfahren dazu kommen, dass letztendlich gewährleistet wird, dass jeder in Österreich, der sich impfen lassen will, auch tatsächlich geimpft werden kann. Als Leiterin eines großen Impfambulatoriums an der MedUni Wien, vor allem für Risikopersonen, haben wir natürlich eine der Aufgaben, dass wir diese Risikopersonen versorgen. Und ich kann also hier auch nur dazu sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir unseren Beitrag leisten können hier zu dieser Versorgung. Wir tun unser Bestes, dass wir das hier die ganze Logistik aufstellen und die wird sozusagen in den nächsten Wochen erstellt werden. Momentan sind wir auch damit beschäftigt, das entsprechende Gesundheitspersonal in den kritischen Situationen zu impfen. Ich persönlich kann nur sagen, was mich betrifft, als auch Mitglied des Gesundheitspersonals in kritischer Exposition. Ich bin sehr froh, mich auch impfen lassen zu können. Und für mich ist es völlig klar, also da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Impfung auf jeden Fall einen enormen Nutzen hat, nämlich mich und jeder, der sich impft, vor der Erkrankung zu schützen und dass es hier keine sozusagen Sorgen meinerseits gibt hinsichtlich Risikofaktoren. In keinem Fall stehen, wenn es solche gäbe, in einem Verhältnis zum Virus selbst und zu der Erkrankung. Und daher kann ich nur allgemein sagen, ich finde, wir sind in einer Situation, wo wir uns alle freuen können, dass wir jetzt zum Impfen beginnen können und das gilt für uns alle. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, Frau Professorin. Frau Doktorin Klär, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Tschech. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Reingard Klär, ich bin Hausärztin mit einer Kassenordination in der Steiermark.
Aus vielen Gesprächen mit Menschen innerhalb und außerhalb meiner Ordination weiß ich, wie groß derzeit die Verunsicherung ist. Das letzte Jahr war für uns alle sehr belastend. Das Virus ist für uns in vielen Bereichen existenzbedrohend und löst für viele von uns Ängste aus. Davor selbst zu erkranken, vor Erkrankungen im Familien- und Freundeskreis und davor jemanden zu verlieren. Die Einsamkeit, die uns das Virus bringt, verstärkt diese Gefühle zusätzlich bzw. löst diese auch oft aus. Durch den weltweiten Zusammenhalt der Wissenschaft ist es gelungen, einen zusätzlichen Schutzfaktor für uns zu entwickeln. Auch zu dieser Impfung gibt es aber, wie Frau Professor Wiedermann-Schmidt schon angesprochen hat, viele Sorgen und viele Fragen. Kann ein Impfstoff in so kurzer Zeit sicher entwickelt und geprüft worden sein? Wie ist es mit den Nebenwirkungen? Wie ist es mit den Langzeitfolgen? Fast täglich haben wir im letzten Jahr neue Aspekte über das Virus und die Erkrankung, die es auslöst, kennengelernt. Wir Ärztinnen und Ärzte mussten uns wirklich intensiv damit beschäftigen, um am neuesten Stand zu bleiben. Und so ist es nun auch mit den Impfungen. Daher kann ich Ihnen oder möchte ich mit gutem Gewissen meine Überzeugung mit Ihnen teilen. Jede Impfung, die in Österreich zugelassen wird und die von uns Ärztinnen und Ärzten verimpft wird, ist getestet, ist geprüft, ist sicher, ist wirksam. Bei allen Fragen zur Impfung, bei den Überlegungen, ob die Impfung für Sie mehr Nutzen oder mehr Risiko bringt, bei Zweifeln oder wenn Sie einfach mehr Informationen brauchen, ich kann Ihnen nur raten, suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Hausärztin, mit Ihrem Hausarzt bzw. mit Ihrer Vertrauensärztin oder Ihrem Vertrauensarzt. Wir sind für Sie da. Unsere Aufgabe ist es, Sie zu betreuen und Sie aufzuklären. Schützen wir uns gemeinsam, schützen wir vor allem auch die, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Doktorin Klier. Ich darf nun Herrn Dr. Kollaritsch bitten. Vielen lieben Dank. Ganz allgemein, Sie kennen alle die Erfolgsstories rund ums Impfen, ob es die Ausrottung der Pocken ist, ob es das Zurückdrängen der Kinderlähmung ist, ob das das Beenden der Diphtherieaktivität in Europa ist seit vielen Jahrzehnten oder Keuchhusten und vieles andere mehr. Impfungen haben ihren Nutzen für die Gesundheit der Menschheit längst bewiesen. Paradoxerweise, und das ist heute schon ein paar Mal kurz angesprochen worden, sind Impfungen aber zum Teil Opfer ihres eigenen Erfolges. Wir sehen heute die meisten Infektionskrankheiten nicht mehr, gegen die wir impfen. Es fehlt uns der Bezug zu dem Leid, das sie verursacht haben. Es verstehen daher viele Menschen nicht mehr die Notwendigkeit, warum sie weiterhin geimpft werden und vergessen, dass die heutige erfreuliche Situation eben genau diesen Schutzimpfungen geschuldet ist. Es fällt der Leidensdruck weg. Und dadurch verschiebt sich der Blickwinkel des Einzelnen zunehmend auf denkbare Probleme, die vom Impfen selbst ausgehen könnten. Und das hat letztlich zu einer allgemeinen Haltung der Bevölkerung, zu einer kritischen Haltung der Bevölkerung gegenüber Impfungen geführt. Die heutige Situation ist aber eine ganz andere. Die Corona-Pandemie hat uns 2020, das haben Sie gehört, den Atem gehalten und tut es auch weiterhin. Sie hat unser soziales, gesellschaftliches, gesundheitliches und wirtschaftliches Leben grundlegend verändert und gezeigt, dass wir nicht unverletzlich sind. Immer war uns das Virus bedauerlicherweise einen Schritt voraus und hat uns gezwungen, unser Leben zu ändern. Und wir hatten ein Jahr lang, und das ist auch heute noch, wie gesagt, bis vor Einführung der Impfungen so gewesen, kein ultimatives Rezept gegen diese Pandemie. Aber jetzt mischen wir die Karten neu. Durch die Impfungen gegen Covid-19 können wir uns vor der Erkrankung schützen. Und das, wie Sie schon gehört haben, zuverlässig und auch sicher. Lassen Sie mich dazu vielleicht noch ein paar Zahlen bringen, die das eindrucksvoll untermauern. Im Impfwesen kennen wir einen Parameter, der die Nützlichkeit von Impfungen recht gut beschreibt. Das ist die sogenannte Number Needed to Vaccinate. Das ist die Zahl der Personen, die ich impfen muss, um einen Krankheitsfall oder einen Todesfall durch die Erkrankung zu verhindern. Im Fall von Influenza zum Beispiel muss ich etwa 40 Personen impfen, um einen Krankheitsfall zu verhindern. Und ich muss ca. 2000 Personen impfen, um einen Fall von Hospitalisierung zu verhindern.
Oder im Fall der eitrigen Gehirnhautentzündung bei Säuglingen und bei Kleinkindern muss ich 30.000 Kinder impfen, um einen Fall dieser furchtbaren Erkrankung zu verhindern. Im Fall von Corona schaut das aber ein bisschen anders aus. Wenn wir die epidemiologische Dynamik dieser Erkrankung und die bis dato registrierten Folgen auf ein weiteres Jahr einfach fortschreiben würden und die Wirksamkeit der Impfung mit etwa 90% für ein Jahr annehmen, dann müssten wir in diesem Szenario nur etwa 5 Personen impfen, um einen Krankheitsfall zu verhindern. Noch drastischer wird der Nutzen der Impfung sichtbar, wenn man die Vermeidbarkeit von Todesfällen an Corona durch die Impfung ansieht. Über alle Altersgruppen gerechnet, müssten wir ca. 450 Personen impfen, um einen Corona-Todesfall zu verhindern. Und wenn man sich nur auf die hochbetagte Bevölkerung mit Grundkrankheiten fokussiert, dann stehen wir bei einer Zahl von etwa 55 Impfungen, um einen Todesfall zu verhindern. Allein daran lässt sich erkennen, wie ungeheuer hoch der Nutzen der Corona-Impfung für die Bevölkerung letztlich ausfällt. Und nun geht es darum, dass wir den einzelnen Bürger anleiten, für sich selbst eine Art Nutzen-Risiko-Abwägung zu treffen. Ist das fiktive Risiko einer vielleicht extrem seltenen Impfnebenwirkung wirklich höher zu bewerten als die leider sehr konkreten Fakten der Erkrankung, wie wir sie sehen? Wollen wir wirklich weiterhin in Kauf nehmen, dass wir sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich durch diese Pandemie Schaden nehmen? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann für mich selbst nur feststellen und würde mich freuen, wenn ich schon geimpft wäre, aber ich bin leider noch nicht dran. Wir sollten das Virus nicht gewinnen lassen. Gehen wir zur Impfung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Kollerich. Frau Doktorin Höltl, bitte um Ihr Statement. Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde ja bereits angesprochen, Corona hat unser Gesundheitssystem, uns alle als Gesellschaft, aber auch unseren Arbeitsmarkt mit einer Wucht getroffen, die für die wenigsten von uns zu Beginn vorstellbar war. Ich vertrete als Arbeitsmedizinerin und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin jene ca. 1000 Betriebsärztinnen und Arbeitsmedizinerinnen, die in Österreich ungefähr 4 Millionen erwerbstätige Personen in ihren Unternehmen betreuen. Wir haben in den letzten 10 Monaten sehr intensiv versucht, Mitarbeiter dabei zu unterstützen, Ansteckungen zu verhindern, durch umfassende Hygienekonzepte, durch die Auswahl von passenden Masken, von Mund-Nasen-Schutz, durch die Erstellung von Homeoffice-Konzepten. Und wir haben gesehen, dass wir seit Monaten täglich mit unzähligen, sehr berechtigten Fragen konfrontiert waren, etwa von Mitarbeiterinnen, die Vorerkrankungen hatten, von schwangeren Kolleginnen, von denjenigen, die pflegebedürftige Angehörige im selben Haushalt hatten, von denjenigen, die nach 10 Monaten Homeoffice und der Situation in den Kindergärten und Schulen langsam mürbe wurden und werden, aber auch von denjenigen, die jeden Tag zur Arbeit gekommen sind, in zum Teil extrem ausgedünnten Teams, weil Homeoffice nicht möglich war. Das Ziel war und ist es immer, unsere Unternehmen handlungsfähig zu halten, aber vor allen Dingen die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen bestmöglich zu schützen, denn das ist die Aufgabe der Arbeitsmedizin. Ich habe eine ganz zentrale Erfahrung aus diesen Monaten gezogen und aus meiner Tätigkeit. Ich glaube wirklich fest daran, dass eine rasche, eine regelmäßige, aber vor allen Dingen eine verständliche Information in unsicheren Zeiten so etwas wie Orientierung und Sicherheit geben kann und dazu beiträgt, dass Prozesse gut funktionieren. Diese Monate waren natürlich auch geprägt von der Hoffnung, durch einen wirksamen und sicheren Impfstoff endlich diese Zeit hinter uns lassen zu können. Mit den jetzt zugelassenen Impfstoffen und vielen, die noch folgen werden, haben wir diese Chance. Und ich denke, wir müssen diese Chance ergreifen. Zutiefst überzeugt bin ich davon, dass eine umfassende und verständliche Information über die Entstehung der Impfungen, über die Entwicklung der Impfungen, über die Wirkungsweise, aber auch über Impfreaktionen und Nebenwirkungen ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag ist, um möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, mit Sicherheit und Überzeugung Ja zur Impfung sagen zu können. Und wir wenden uns dabei ganz besonders an die
wie wir schon gehört haben, sehr große Gruppe, die diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, für die noch viele Fragen offen geblieben sind. Und wir wissen, dass das sehr viele sind. Gut informierte Menschen treffen fundierte Entscheidungen. Das ist meine Überzeugung. Das ist aber natürlich auch ein Ausdruck von individueller Selbstbestimmung. Was kann uns aus dieser Pandemie herausführen? Und wir haben uns auch gefragt, was ist eigentlich das Ziel unserer Kampagne? Wann waren wir erfolgreich? Und ich glaube, dass die Antwort sehr einfach ist. Dann, wenn sich möglichst viele Menschen in diesem Land impfen lassen. Für jeden von Ihnen, der sich impfen lässt, ist es vorbei. Aber für uns alle wird es erst dann vorbei sein, wenn wir viele sind. Und das erfordert, dass wirklich ausreichend und gut informiert wird. Natürlich liegt es auf der Hand, dass wir zügig vorangehen müssen. Das war ja auch ein ganz, ganz großes Thema in den letzten Tagen und Wochen. Ich glaube aber auch, dass wir geordnet vorangehen müssen. Wir müssen jetzt informieren. Wir müssen jetzt Fragen beantworten und wir müssen uns jetzt um die Abläufe und Organisation kümmern, damit dann, wenn der jeweilige Impfstoff für die betreffende Personengruppe verfügbar ist, informierte Menschen zügig und geordnet geimpft werden können. Ich glaube tatsächlich daran, dass das möglich ist und darf Ihnen sagen, es ist eine sehr schöne Aufgabe, daran mitwirken zu dürfen. Danke. Vielen Dank, Frau Doktorin. Sie sehen, wir haben mit den Sprecherinnen und Sprechern dieser Initiative ein total breites Spektrum an Expertise finden können, von der Forschung über die Wissenschaft, Aus- und Fortbildung, universitäre Lehre, niedergelassenen Bereich bis hin zur Schnittstelle in die Wirtschaft, weil wir wissen, dass diese Information auch so breit sein muss. Die Corona-Schutzimpfung kann und wird überall helfen, in allen Bereichen. Und die Informationen braucht es aus all diesen Bereichen, damit jeder für sich selbst die richtige und wichtige Entscheidung treffen kann. Mit der Initiative wollen wir einen Schulterschluss schaffen zwischen Non-Profit-Organisationen, anderen Organisationen, Unternehmen, Interessensvertretungen, jeder Organisation, die daran mithelfen will, über die Corona-Schutzimpfung zu informieren, kann Teil dieser Initiative werden. Und dazu rufen wir auch explizit auf, denn nur gemeinsam werden wir diese Dinge schaffen können. Wir sind offen für alle Organisationen und für jeden, der gern über die Corona-Schutzimpfung aufklärt. Unser Ziel ist es, und das haben alle Expertinnen und Experten ja vorher schon erwähnt, dass sich möglichst alle Menschen in Österreich impfen lassen. Denn nur durch diese Schutzimpfung sind wir sozusagen aus dem Spiel, wenn man das so sagen will, ist die Pandemie für den Einzelnen, der geimpft ist, vorbei. Und damit, wenn das möglichst viele sind, auch für uns alle. Wir starten bereits morgen mit Kommunikation im Hörfunk, Fernsehspots, Inseraten. Die Expertinnen und Experten werden Sie über die nächsten Wochen und Monate begleiten, weil genau das ist unser Ziel, diese Information weiterhin breit geben zu können. Und wir wollen mit der Information die Impfplanung der Behörden begleiten. Daher war auch heute ein Fokus auf die besonders vulnerablen Gruppen, auf Menschen, die besonders schnell diese Informationen brauchen. Und mit dem Fortgang der verschiedensten Impfprojekte werden wir auch breiter informieren und werden wir im Rahmen dieser Informationen auch weiter hinausgehen. Wir stehen Ihnen gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Christian Jentsch, Zeit im Bild. Ich hätte eine Frage an die Frau Wiedermann-Schmidt. Der Gesundheitsminister hat gesagt, bis zum Sommer sollte jeder Österreicher einen Impftermin haben. Beim momentanen Tempo, das wir jetzt vorlegen bei den Impfungen, ist das aus Ihrer Sicht realistisch? Und an die Frau Klär vielleicht noch die Frage, Sie haben gesagt, die Leute sollen sich an die Hausärzte wenden, wenn sie Fragen haben. Sie selber sagen, getestet, geprüft und wirksam ist der Impfstoff. Man hört aber immer wieder von Hausärzten, die genau dieser Meinung nicht sind. Wie geschlossen sind da die österreichischen Hausärzte bei der Meinung, was die Impfung und die Wirksamkeit anlangt? Danke. Ich darf zuerst antworten. Also die
anfangs Schwierigkeiten mit dem Impfstoff sind auch deshalb zu verstehen, weil das ein schwieriger Impfstoff von Seiten der Lagerung ist und daher der muss auf minus 80 Grad gelagert werden, wird aufgetaut und wird dann im aufgetauten Zustand an die Alten- und Pflegeheime ausgeliefert und da bedarf es einer wirklichen Logistik und Vorbereitung der impfenden Stellen. Das ist richtig und das ist auch kein Impfstoff, der sozusagen für den niedergelassenen Bereich und für das tagtägliche Impfen gedacht ist. Daher gibt es eben verschiedene Impfstoffe, die eingekauft worden sind, die dann in den nächsten Monaten auch ihre hoffentlich Zulassung bekommen. Und mit diesen verschiedenen Impfstoffen wird es möglich sein, dass der gesamte niedergelassene Bereich damit auch versorgt wird und dass letztendlich dann so ab dem zweiten Quartal spätestens die Leute, so wie sie es gewohnt sind, auch zu ihrem Praktiker impfen gehen können. Jetzt in den Anfangsmonaten und Wochen konzentrieren wir uns, und das ist ganz einfach wirklich schwieriger von der Impfstofflogistik, dass eben diese Risikopersonen, die in Alten- und Pflegeheimen, aber auch das Gesundheitspersonal in den Spitälern und in den Altenheimen geimpft wird. Und das ist ganz einfach assoziiert gewesen mit am Anfang Holpersteinen sicherlich, aber ich bin ganz überzeugt, dass es in den nächsten Wochen hier zu guten Abläufen kommt. Und wie gesagt, für die Allgemeinheit wird es dann geöffnet werden, und sodass jeder, der sich dann impfen lassen will, auch beim praktischen Arzt sich impfen lassen kann. Dann darf ich anschließen. Die Frage ist schwierig, wie geschlossen Hausärztinnen und Hausärzte sind. Ich glaube aber, dass auf jeden Fall der Großteil hinter der Impfung steht. Natürlich gibt es immer verschiedene Meinungen, wie auch eben in der Bevölkerung. Dafür sind wir ja auch da. Wir wollen möglichst wissenschaftlich Informationen liefern, um auch aufzuklären, entsprechend auch die Kollegen vielleicht ins Boot zu holen. Ich glaube, dass die wissenschaftlichen Argumente da gewinnen werden, aber die Kollegen sind sicher auch Schlüsselfiguren in der Aufklärung der Bevölkerung. Da ist es sicher wichtig, dorthin die Informationen zu bringen, und das möglichst bald. Wir arbeiten natürlich auch sehr intensiv daran, die Kollegenschaft aufzuklären. Einerseits zum Beispiel über den österreichischen Impftag, der findet am 23. Jänner statt. Andererseits gibt es laufend Webinare für die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, wo wir ihnen den jeweiligen aktuellen Stand der Dinge sozusagen darlegen, vor allem was also die Datenlage betrifft. Es ist vollkommen klar, dass auch bei den Hausärzten noch Informationsdefizite da sind, weil einfach die Entwicklung dermaßen rasend schnell vonstatten gegangen ist, dass der Hausarzt, der mit vielen Aufgaben beschäftigt ist, nicht seinen gesamten Fokus nur auf dieses Thema legen kann. Ich hätte zwei Fragen, eine an den Herrn Dr. Müller, und zwar, jetzt gibt es Studien, wenn ich richtig informiert bin, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei einer Studie nur 62% an Wirksamkeit hat. Was bringt so ein Impfstoff? Also gibt es da dann bestimmte Gruppen, vielleicht Junge, die nur mit diesem Impfstoff geimpft werden sollen? Oder ab welcher Wirksamkeit macht es Sinn überhaupt, sich mit so einem Impfstoff dann impfen zu lassen? Und dann hätte ich auch noch eine Nachfrage an Frau Wiedermann-Schmidt, eben mit den Kollegen, wie sehen Sie das? Ist da der genaue Impfplan? Wann soll der genau da sein? Und eben soll das bis Sommer tatsächlich jeder geimpft werden können? Der will, danke. Ja, also Sie sprechen einen Impfstoff an, den es in Europa bekanntlicherweise noch nicht gibt. Das hängt damit zusammen wahrscheinlich, dass das Studiendesign, das hier gewählt wurde, sehr komplex ist im Gegensatz zu den anderen Produkten, die wir bis jetzt gesehen haben. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass auch der AstraZeneca-Impfstoff sehr wirksam ist. Es gab in der Gruppe, die mit dem Impfstoff behandelt wurde, keine Hospitalisierungen, was schon einmal sagen eine wesentliche Information ist. Und dann, Sie haben es gehört, gibt es also je nach Gruppe der Zuteilung, gab es sehr komplizierte Schemata der Impfstoffvergabe, haben Sie eine Wirksamkeit auf die Symptomatik von etwa 60-90%. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Zulassungsbehörden sich ein wenig schwer getan haben und das ein wenig verzögert erfolgt. Meinem Informationsstand nach könnte es sein, dass in den nächsten Tagen, es gibt ja auch noch keinen Zulassungsantrag,
bei der EMA, aber dass der doch in den nächsten Tagen möglicherweise sogar erfolgen könnte. Und ich bin selber gespannt, wie die Zulassungsbehörden diesen Impfstoff bewerten werden. Also das liegt sozusagen noch in den Sternen. Es gibt hier Fragen. Das Gute ist, dass er, was die schweren Krankheitsverläufe betrifft, auch hochwirksam zu scheint, aufgrund der Daten, die der Öffentlichkeit derzeit zur Verfügung stehen. Ja, also die Frage, die Sie gestellt haben, war bezüglich des Impfplans oder des nur noch einmal zu erläutern, was wir vom Nationalen Impfgremium für eine Aufgabe haben. Wir haben sozusagen schon bevor es überhaupt zu den ersten Zulassungen gekommen ist, gewusst, dass es hier höchstwahrscheinlich zu Limitationen am Anfang der Impfstoffe kommt. Und unsere Aufgabe ist ganz prinzipiell einen Impfplan zu erstellen, der sich richtet nach der Epidemiologie, das heißt also, wie der Erkrankungsschweregrad im Land ist und wer wann geimpft werden soll. Das sind also medizinische Fragestellungen, epidemiologische, die wir zu erfüllen haben. Und nachdem ist auch schon mit 14. Dezember vom Nationalen Impfgremium eine erste Empfehlung für eine Priorisierung des Impfens vorgelegen. Wir benennen das als sogenanntes lebendes Dokument, weil natürlich sich mit Zulassung von neuen Impfstoffen hier Neuerungen die Impfempfehlungen anpassen werden, keine Frage. Aber es war klar, dass wir hier sozusagen jetzt einmal als erste Phase, das ist in der wir uns jetzt befinden, wir uns wirklich konzentrieren müssen auf die Personen, die am schwersten erkranken. Und das sind eben die älteren Personen und das sind die Personen mit Risikoerkrankungen, das heißt, und das Gesundheitspersonal, das hier exponiert ist. Und daher ist die gesamte auch Logistik, die da folgen wird, von den Ländern, die das entsprechend umsetzen, auf diese Gruppen orientiert. Und danach, wie gesagt, gibt es eben dann, das kann sich auch von einem auf den anderen Tag ändern, wenn gleichzeitig sehr viele andere Impfstoffe zugelassen werden und es keine Notwendigkeit für eine Priorisierung mehr gibt, dass wirklich alle geimpft werden können, wann immer sie es wollen. Aber solange, wie gesagt, eine gewisse Knappheit verbunden ist, muss man so einen Versuch machen, einer Strukturierung, dass wir vor allem eben das verhindern, was uns jetzt im letzten Jahr immer gedroht hat, eben einerseits eine sehr hohe Sterberate bei den kritischen Populationen und auf der anderen Seite die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitswesens. Also das waren sozusagen die kritischen Punkte, die im Vordergrund gestanden sind. Wie das Ganze administriert wird, wie das umgesetzt wird, ist dann sozusagen Ländersache, die auch entsprechend ihre eigenen Möglichkeiten das in Angriff nehmen müssen und tun. Und wir sind sozusagen da, um eine gewisse Hilfestellung zu geben. Der Professor Kollritsch hat eins schon genannt, was ich auch als ganz wichtig sehe, nämlich unsere Aufgabe nicht nur vom Nationalen Impfgremium, sondern eben auch von Seiten der Wissenschaftler, die in dem Bereich sind, informieren jedes Jahr am österreichischen Impftag eben mit den neuesten Themen. Und dieses Jahr haben wir den Impftag völlig auf das Thema Corona-Impfungen spezialisiert, um eben, und das wird ein online virtueller Impftag sein, sodass wirklich alle Kollegen sich da einloggen können, damit wir von der Epidemiologie des Virus bis hin zu den Nebenwirkungen, bis zu den Fragen, die hier aufkommen, alles beantworten können. Und da können wir die Kollegen nur bitten, das zu machen, weil dort werden viele Fragen beantwortet, die auch ihre Patienten stellen und wo man sich sozusagen da auch mit einer Zunge sozusagen informieren kann, was ich auch glaube, was sehr wichtig ist, eine gute und einheitliche Information zu bieten. Warum stellen denn ungeimpfte Mitarbeiter in einer Firma ein höheres Risiko dar als Geimpfte, wenn man noch gar nicht weiß, ob man das Virus trotz Impfung weiter übertragen kann? Und was weiß man denn eigentlich konkret über die Impfung und die Infektiosität? Ja, das ist eine der großen Fragen, die noch ziemlich ungenau zu beantworten ist. Wir wissen, dass wir nicht ausschließen können, dass Geimpfte trotzdem infektiös sein können für ihre Umgebung. Allerdings verdichten sich zunehmend die Hinweise aus verschiedensten Phase-3-Studien, dass Personen, die geimpft sind, nicht im selben Ausmaß epidemiologisch bedeutsam sind wie Ungeimpfte. Sprich, sie tragen eine niedrigere Viruslast einerseits und andererseits sind sie weniger lange infektiös.
das Ausmaß zu bestimmen, wie weit das gegeben ist und wie weit es dann tatsächlich epidemiologisch auch relevant ist, das können wir heute noch nicht. Aber wir können schon davon ausgehen, dass Geimpfte in der Übertragung der Erkrankung eine geringere Rolle spielen werden als Ungeimpfte. Aber das primäre Ziel der gesamten Impfaktion ist ähnlich wie bei unserer FSME-Impfung, die jeder kennt. Der, der geimpft ist, ist geschützt, hat aber epidemiologisch keine Bedeutung. Vielleicht wird er bei den Corona-Impfstoffen eine Bedeutung haben, weil er weniger infektiös ist. Aber das ist momentan gar nicht das vordringliche Ziel. Und das bedeutet auch letztlich, dass unser Ziel nicht eine fiktive Zahl von 60, 70, 75% durch Impfung sein muss. Nein, sie muss 100% sein, dort, wo es wirklich für die Betreffenden gefährlich wird. Vielleicht eine Frage an die Frau Wiedermann-Schmidt. Es gibt in Israel, da werden jetzt auch die Älteren zuerst geimpft. Es gibt aber dort so eine Art Standby-Plattform, wo sich auch die Jüngeren anmelden können, damit auch zum Beispiel diese aufgetauten Dosen dann tatsächlich auch verbraucht werden können. Gibt es so etwas Ähnliches vielleicht auch in Österreich, beziehungsweise gibt es auch eine Garantie, dass tatsächlich jetzt alle Impfdosen, dann, die zum Beispiel schon aufgetaut sind, auch wirklich verimpft werden, also dass keine Dosen überbleiben? Also das Organisatorische muss so geschehen, dass man als Impfstelle bestellt man ja sozusagen den Impfstoff. Ja, man meldet sich ein in eine elektronische Plattform und bestellt. Und das bedeutet, dass man nicht, wenn der Impfstoff geliefert ist, sich anfängt zu überlegen, wen ich jetzt impfen werde, sondern dass ich vorher schon die Logistik erstellt habe und Impftermine vergeben habe. Und da wird man idealerweise natürlich eine Backup-Liste machen, sodass man sagt, wenn jemand ausgefallen ist, dass jemand zweiter ist. Das haben die ganzen Stellen sozusagen sehr gut verstanden. Man kann also nicht, das ist kein Impfstoff, wo man sich überraschen lassen kann und überlegen kann, wenn der Impfstoff dann da ist, wen ich jetzt nehme, sondern es bedarf eben dieser Vororganisation. Das war vielleicht auch ein Grund, wieso der Eindruck entstanden ist, es holpert sozusagen, aber eben aufgrund der Tatsache, dass jede impfende Stelle eben klar eine Liste schon bereitet haben musste, Impftermine vergeben haben musste und eine Backup-Liste hatte, hat das natürlich doch einige Zeit gebraucht in der Voranmeldung. Das mag in der Öffentlichkeit als zu langsamer Beginn wahrgenommen worden sein. De facto alle, die damit zu tun haben, wissen, was, also ich weiß es auch, weil wir das in unserer Ambulanz auch tun. Also da ist schon wirklich eine Riesenlogistik dahinter und genau das machen wir, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Impfstoffe verwirft und das darf nicht passieren und das weiß auch jeder, der impft und hat entsprechend eine Backup-Liste. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag.